Mann. Hi, meine Brudi, ist alles gut? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer will Beef. Hattest du das drauf? Ja, deswegen, ja. So witzig. Sollte cool sein. Ja, war es nicht? Es war cool. Fand ich auch. Simon, hast du Bock oder was? Ja. Ja, naja, einsteigen und los oder wie? Mit Motivation geht es jetzt ab. Bam! Ja, Freunde, wir haben ja gesagt, wir machen nur noch Sachen, auf die wir Bock haben. Und wir waren ja mal in dieser Markthalle Pfefferberg. Da haben wir diese Taco-Folge gedreht. Übergeil. Und da war vorne am Eingang so eine richtig geile Fleischerei, die so hausgemachte Sachen machen. Und dann habe ich bei einem Foodblogger auf Instagram gesehen, wie er nochmal da war und so eine richtig krassen Sandwich gegessen hat. Und dann dachte ich mir, Mensch, die will ich auch mal essen. Und darauf habe ich heute Bock. Dann habe ich die angeschrieben, also die Fleischerei, und habe gefragt, ey, habt ihr Bock, dass wir mal vorbeikommen und eure schönen Sandwiches probieren? Und die sagen, na klar. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Wir waren ja zwischendurch in Malle und hatten so eine kleine Down-Phase auf dem Kanal. Aber darauf haben wir jetzt Bock. Wir müssen unbedingt diese schönen Sandwiches probieren mit frischem Brot und frischer Wurst von einem hauseigenen Fleischer. Also eine richtig geile Sandwich-Folge der Extraklasse. Da gehen wir jetzt vorbei. Da haben wir Bock drauf und da haben wir gute Laune. Und ich bin froh, heute damit meine Diät zu breaken, also den Cheat Day damit heute zu verbringen. Weil Bruder, ich sag dir wirklich ehrlich, gestern war Struggle, vorgestern auch, dass ich richtig Bock hatte, was Geiles zu essen. Und heute deswegen das. Ja, ist jeden Tag so. Aber ich versuche immer sehr, sehr spät erst was zu essen. Ja. Ja, heute ist ein großer Cheat Day. Ich drehe später noch mit Bilal. Heute kloppt man richtig rein, würde ich sagen. Stimmt. Aber ist egal. Ja. Braucht man auch mal. Ach so, Freunde. Wir wurden für diese Folge weder gebucht noch bezahlt. Wir können auch unser Essen selbst bezahlen und werden eine authentische, ehrliche Meinung abgeben, auch wenn es uns nicht schmeckt. Also, bis gleich. Also, Freunde, dranbleiben. Bis gleich. Und nicht vergessen, abonniert diesen Kanal und gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Danke. Habt ihr Bock auf ein Q&A? Letztens haben wir ja Zuschauerfragen von Instagram beantwortet. Und schreibt mal bitte eure Fragen an uns in die Kommentare. Und wir werden euch dann vorlesen. Können auch Hater-Kommentare sein, wenn ihr Bock habt. Oder ja, positive Fragen oder sinnvolle Fragen an uns. Wir können auch die Fragen googeln, Digga. Könnt auch die Fragen googeln. Ja, nee, Mausezeichen gehen auch. Alle mal hier rein in die Kommentare und dann beantworten. Beantworten wir sie im nächsten Video. Genau. Ja? Ja, ja. Und lesen eure Namen vor. Und tanzen eure Namen auch und noch. Tanzen und umarmen eure Namen und machen und ja. Ihr könnt auch Fragen an Simon stellen. Genau, ich warte. Und wenn ihr einen Kommentar in die Kommentare schreibt, kriegt ihr 900.000 Euro. Es reicht mit dem Cringe. Machst du bitte aus? Ich mach mal bitte aus. Guck mal, das ist die Polizei. Tschüss. Oh, die haben mich richtig böse angeguckt. Oh, der guckt mich immer noch böse an. Ich hab grad zu Blocky gesagt, dass es für euch gut wäre, unsere Instagram-Stories mal abzuchecken. Keine gute Idee. Weil da sind so einige Sachen mit Sekundenkleber und meinem... Das kann ich jetzt hier gerade nicht erwähnen. Anus. Mit meinem Anus und Sekundenkleber. Und falls ihr das alles, dieses Konstrukt, so ein bisschen verstehen wollt. Also ich find's peinlich. Ich find's überhaupt nicht peinlich. Ich bin Entertainer, weißt du, Digga? Ich bin halt ein Witz-Kobold. Deswegen, Mr. Ob das ein Witz von dir war, ist mir aber nicht so ganz klar. Ja, deswegen einfach mal wirklich Schlowi und Mr. Blocky auf Instagram. Also mr.blocky. mr.blocky. Kannst du es nochmal bitte reinschreiben, ganz groß? So ganz, also riesig? Ja, riesig. Hier jetzt ganz riesig eingeblendet. Mr.blocky. Ja. Riesig. Danke. Ich hoffe auf 90% Frauen und 10% Männer. Ach, die, selbst die 10% könnten mir erspart bleiben. So, Freunde, ab zum Laden. Nee, nicht ich, ihr. Wir stehen heute nicht auf dem Schlauch. Nee. Wieso sollten wir auf dem Schlauch stehen? Bist du verwirrt oder was? Ja, heute bin ich ein bisschen verwirrt. Dann fahr rechts ran, wir steigen aus und dann... Dann klären wir das anderweitig, Digga. Ja. Okay, dann fahr ich schon mal weiter, ihr klettert mal. Nee, wir reden ja schon von deiner Verwirrtheit. Was hast du gegen uns heute? Du bist heute überhaupt nicht auf unserem Vibe. Doch, bin ich voll da. Ich finde die Folge echt unangenehm. Ja. Ist wirklich bis jetzt eine unangenehme Folge. Aber wir haben gute Laune. Ja. Alles nicht mehr so. Aber warum ist es denn immer unangenehm, Digga? Ist gute Laune gleich so komisch? Da, ja! Voll! Ey, 60 Seconds to Napoli! Boah, da gute, eine Pizza gute Pizza. Ich aber auch ich esse heute Abend schon einen mit Bilal, deswegen. Stimmt. Sind wir auch mal bald da, Digga? Klick auf. Ich klick auf jetzt. Jetzt nochmal für unsere Zuschauer. Der macht die Folge halt auch nicht angenehmer heute. Okay, Digga, ab zur Markthalle Pfefferberg, ne? Ich habe abgenommen. Könnt ihr das bitte in die Kommentare schreiben? Weil ich mal eine richtig fette Sau.
Sie war beeindruckt. Ich hab geschätzt, dass du ungefähr 12 Kilo abgenommen hast. Ich glaube schon ein bisschen mehr. Digga, was, Alter, The Biggest Loser auf einmal, oder was? Da hier noch hier gewinnt 14,5. Digga, ich sag 9. 9? Weil, Digga, aber guck mal, nein, Bro, guck mal, 9 Kilo Masse zu verlieren, ist schon, das sieht man schon. Ich habe mal in einem Monat, also 6 Wochen, schon mal 25 Kilo abgenommen. Okay, das ist crazy. Das ist 9 Kilo. Ja, aber Biggest Loser da, keine ja. Ahnung. Du musst gleich schreddern hier. So ist das. Na, habt ihr einen Lattenschuss heute, oder? Komm her. Jetzt mal zu Schlobi. Ich hab auch abgenommen. Jetzt zeig, ja, guck mal, du hast schwarz an. Hätte ich schwarz an, ja, okay, dann hättest du mich auf 30 aber Kilo mal, aber guck mal, aber guck mal auch alle in mein Gesicht, Digga. Sag mal wirklich ehrlich. Ich bin immer noch eine dicke. Nein. Ich muss es im E piepen, aber halt nicht mehr so eine dicke. So, ich hab jetzt auch die genug. Dankeschön, mein Schatz. Du bist sehr gut abgenommen. Weil du so ein schönes danke. Herz hast, mein Herz. Ja, auch, Rudi. Also, du bist ja nur unser Fahrer. Die Kette war wieder zu lang, glaube ich. Ich habe ein richtig geiles Kommentar letztens gelesen. Da stand drin, eine Schande, wie ihr jetzt eurem Fahrer den Garten und den Grill von eurem Fahrer ausnutzt. Wie du immer in meiner Wohnung rumsitzt und dich an meinen Kühlschrank bedienst. Das möchte ich auch nicht mehr, weil du bist nur der Fahrer. Muss man nicht hier rein? So, hier ist es schon angepriesen, siehst du? Corned Beef Sandwich. Ja, hier sind sie erstmal vorbei, ist gar kein Problem. Pastrami, Roast Beef mit Brioche-Brot, Rucola und so weiter und so fort. Hallo! Na, einen wunderschönen Tag. Ich hatte mich angekündigt. Ja, ja. Wollt euch nicht auf die Nerven gehen heute? Was probieren, weiter erzählt. Deswegen sind wir heute hier. Wir wollen mal schauen, was sie machen. Und da arbeiten schon die Jungs in ihrer hauseigenen Fleischerei. Hier hängt der Jamonzähler, hängt hier. Riecht auch richtig nach Räuchern, so, ne? Richtig typisch. Also, mein Lieber, wie ist dein Name? Ich bin Henry. Henry! Locki, auch Daniel genannt. Schlobi, was geht ab? Das hier. Und Simon. Ihr seid eigentlich in der Fleischerei und dachtet euch, ey, ich habe hier eine kleine Sandwich-Station. Hab hier eine kleine Sandwich-Station. Und ja, mach. Digga, darf ich das mal bitte übernehmen? Nimm doch mal die Kamera. Ihr dachtet euch, ihr macht hier geile Sandwiches in Kombination mit eurer hauseigenen Fleischerei. Bitte vorschneidest du bitte raus. Ja, 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 es ist eben das bleibt drin. Also, wir sind bei der Metzgermeister. Und beide. Gelernt auch richtig, ja? Ja, ja, ja. Okay. Schau mal, da oben sind unsere Briefe. Ui, oh, oh, ja, Meisterbrief, beide absolviert. Ja, geil, top. Wir hatten halt schon länger vor, einen eigenen Laden aufzumachen und dann hatte sich das hier im Rahmen mit der Markthalle so ergeben. Und die Sandwich gibt's halt. Siehste? Eigentlich eine Metzgerei und wer die kennt zusätzlich beide? Sandwiches die Sandwich nicht zu. Siehste, er hat's jetzt auch falsch gesagt. Sandwiches. 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 Oh, die sehen ja nicht aus. Sandwiches ist richtig. Sandbruder, kein. Das ist ja fleißig. Auf jeden Fall die Stullen. Genau, was oder in Berlin sagt man Stullen. Yeah, genau, eine gute Stulle. Genau, damit man ein bisschen kosten kann, wie das werden könnte, geil, was man bei uns so kriegt. Dann haben wir ein schön weißes, ganz weiches Briochebrot von der Bäckerei aus der Dunkerstraße. Genau, das rösten wir ein bisschen an und dann kommt da eben Salat zu, ein bisschen saure Gurke, eine Sandwichsoße. Wir bieten halt schon drei fertige an. Ja. Die wenigsten fragen auch, okay, ob sie was anderes haben. Ja. Welche drei sind das? Roastbeef, ja. Pastrami und Corned Beef. Also mein Lieber, die Auslage erinnert mich sehr an Spanien. An Spanien? Ne? So ein bisschen eine Mischung aus Italien und Spanien, oder? Gerade diese Würste, genau, mit den Kräutern drumherum. Genau, das sind spanische Fuet Salamis. Genau. Ja, das ist eine nordhessische Alewurst von einer Partnermetzgerei von uns. Die zwei sind ebenfalls aus Italien und sonst sind eigentlich alles eigene Herstellung. Wollen wir mal einfach, dass es nicht nur auf Sandwich übergeht, ja, was probieren? Ja. Willst du uns mal was aufstellen? So ein kleines Tellerchen oder so mit so ein paar Sachen? Ja, wir probieren einfach mal. Auf jeden, ja, gerne, kann danke. Mal, vielen Dank. Hast du schon mal Kaktus gegessen? Nee, Digga, aber hast du dich mal auf den Kaktus auch richtig raufgesetzt? So? Hast du dir schon mal einen eingeführt? Öfters. Gelegentlich mache ich das mal. Ne? Glaube ich dir aufs Wort. Ja, nee, dafür einfach mal Instagram abchecken. Da erläutere ich sowas halt auch viel öfter. Also vor allem, wo ich mich überall raufgesetzt habe und was ich mir aber halt. Vor allem, wen interessiert, wo du dich raufsetzt. Oder vor allem, was ich mir einführe, oder? Ich denke, einige Leute interessiert es da draußen. Ob die noch mit uns reden wollen, ich weiß es nicht. Ich mal weiterkommen. Wir sind ja hier bei Partnern. Ich lasse einfach mal ein bisschen aber an. Was machst du denn hier Schönes? Hey, das ist eine mexikanische Lade. Ein kleiner mexikanischer Laden. Ein kleiner mexikanischer Laden. Eine kleine Insel. Ah, eine kleine Insel. Ah, okay. Also sowas gibt's hier auch. So, was sagen unsere Sandwiches, Digga? Möchten Sie schon fertig? Hot Nuts Fuego. Hast du schon mal mexikanische Bier? Fuego wieder, ja. Was ist das? Ist es Erdnusspulver? Nein, Pulver nicht, aber es ist, ja, wie Erdnusspulver. Das kann sein. Das ist es. Das ist der absolute Shit. Boah, es ist so geil. Pass mal, was passiert jetzt in der Mund? Boah, das wird geil.
Wow. Ist das geil? Also Erdnusspulver, Erdnusbutter als süß. Wird zur Butter. Mit dem Speichel wird zur Butter. Wie Erdnussbutter, Digga. Wie eine Soße. Richtig lecker. Geil, oder? So sehen die Dinger aus. Aber für Bekannte und Freunde, wenn sie mal vorbeischauen, kann ich sowas immer auf den Tisch legen. Das soll ich mal probieren. Die schmecken sehr, sehr süß. Mann, Digga, du verarschst mich. Das sind süße Paprikas. Wenn du mich verarschst, dann kann man meinem Bratko nicht trauen. Ja, süße Paprikas. Ah, danke. Ich glaube, man brennt ein bisschen. Okay. Entschuldigung, ja? Hast du irgendwas gegen Schärfe? Das ist aber Nero, das ist die Schärfe. Ah! Ach so, stimmt, ich habe jetzt scharf mit süß verwechselt. Simon, ja? Ich habe einfach scharf mit süß verwechselt. Ja, die sah aber so süß aus. Ja, oder? Weil die so klein war. Die sah so süß aus. Ich hab mich angenommen. Mexikanische Brause. Ananas, ja. Limon. So, oh, das war mal ein guter Tornado. Schärfste Chili Mexikos. Schärfste Chili ist in Mexiko, ja. Das ist die Habanero. Die Habanero, oder? Die Habanero ist ganz bekannt. Roastbeef Sandwich mit Spreewaldgurke und frischem Meerrettich. Auf einem Brioche-Brot mit ein bisschen Rucola und hausgemachter Sandwich-Soße. Okay. Hier kommt unser Pastrami-Sandwich. Ebenfalls hausgemachtes Pastrami, hausgemachtes Coleslaw. Okay. Mhm. Schön butterig. Brioche, schön soft, gutes Brot, reichlich gefüllt. Boah. Du sagst, hast du nicht mal abgemessen. Geil. Boah. Du musst noch real sein bei YouTube. Real. Ey, authentisch. Verzöger mal. Warte. Verzöger mal. Zöger nicht. Warum zögerst du? Also ich muss dir sagen, das zart ist sowas von Fleisch. Aber das ist wirklich so zart. Oder ist auch. Das ist lecker. Guter Senf da drauf, Digga. Ich war lange Zeit kein Senf-Fan, aber die passt drauf. Digga, die Gurken sind geil, das macht's frisch und butterig so. Durch den Rucola etwas nussig. Präsent ist auf jeden Fall dieser Senf und die Gewürzgurken. Finde ich aber geil. Sehr geil. Das ist mal ein Sandwich, wa? Genau so. Jetzt musst du mal warten. Oh, wir kleckern das alles voll von denen. Also da kann man rein gewissens sagen, kommt hier vorbei. Markthalle Pfefferberg. Genau, hier am Eingang. Und probiert auf jeden Fall so ein Sandwich. Wer das nicht geil findet. Pastrami gerade. War 10-mal mehr meins als das davor. Das war gerade der Schick. Ja. Auch die Soße. Ja, lange mal. Die Soße umschließt richtig das komplette Gesamtding, wa? Oh ja. Oh ja. Der ist es. Hausgemachte Corned Beef Sandwich. Meerrettich Mayonnaise und Gurken Relish. Boah. Das finde ich am geilsten. Ja? Also schön Corned Beef dazu, fast so 10 Brot und so. Und was kosten die Sandwiches hier bei dir? Das Roast Beef und das Pastrami Sandwich kosten 7,50 und das Corned Beef Sandwich ist heute das Sandwich der Woche und kostet 8,50. Das wechselt halt immer ein bisschen. Mhm. Das ist aber auch geil, ey. Mach mal. Der Happen ist real. Und was sagst du, Schlobi? Das ist so mein Teil wegen der Meerrettich Mayo. Oh, aber das ist einfach nur gerade. Was ist das nicht? Meerrettich Mayo. Nee, davor, was du davor gesagt hast. Mein Teil. Dafür hätten wir Schläge bekommen damals. Mein Type. Mein Fall? Also, mein was typ. Heißt denn mein Type auf? Type ist Typ. Warum sagst du nicht mein Typ? Was mein ist darin dein Typ? Naja, ist es nicht ist so. Ist ein Mensch? Ist das eine Person? Und wenn es Typ heißt, dann sag doch Typ. Warum denn Type? Es ist halt nicht so mein Type. Merkst du selber, wie scheiße das klingt, ja? Was ich gerade auf jeden Fall sagen wollte, ich bin nicht so ein riesen Fan von Meerrettich Mayo. Deswegen ist jetzt nicht so mein Favorite gewesen von dem, was wir gegessen haben. Ich bin auch nicht so der Meerrettich-Typ, aber ich finde diese Gurken Relish und so, das hebt das alles so ein bisschen auf, dass es nicht so doll schmeckt. Sehr lecker, oder? Du pflückst immer diese Brote auseinander und bist auch der immer am meisten kleckert. Also das ist auch mein Favorite. So, was hast du uns jetzt hier Schönes gemacht, mein Lieber? Auf der Schieferplatte hier.
Ihr habt dann eine kleine Auswahl von unseren hausgemachten Sachen. Also in der Mitte mit bisschen Senf, wie es muss. Bulette. Ja. Dann haben wir hier einen Fleischkäse. Das ist Hausmannskost, ne? Natürlich. Gute, so soll es sein. Ehrliche, bodenständige Hausmannskost. Hausmannskost vom Henry. Ist alles hier, oder? davon. Falscher Ort dafür, Dicker. Falscher Ort. Was hast du gerade probiert? Hat man ja nie. Bulette. Geil, du hast Bulettenkenner, was sagst du? Ja, stimmt. Ich habe immer zu Blocki gesagt, Blocki bringt mal sein Bulettenbuch raus. Das ist eine kalte Bulette. Eine Bulette. Ja, Tümmel drin. Einfache Hausmacher. Bisschen Tümmel drin. Ganz ein feiner, feines bisschen. Leberkäse? Genau, oh, dünn noch geschnitten. Ich würde euch den gerne auch anbraten, so schön mit Spiegelei, aber steigt uns hier der Vermieter. Bulette war, ja, aber den. Der Leberkäse ist krass. Weil wie schön soft der ist. Ansonsten haben wir dann noch ein bisschen Koffer. Das ist eigentlich eine dänische Spezialität, aber halt von uns hier gemacht. Immer ein bisschen fettiger, weil es der Schweinenacken ist. Vorne die Magenstücken, das ist Thymian-Schinken. Da liegt auf der Zunge. Ist dein Ding, wa? Das ist absolut meins. Das soll an meine Heimat erinnert mich jetzt so. Ein bisschen untypisch geht jetzt mit dem sehr gut, weil der wenig Fett hat. Allerdings sonst. Was hat der hier? Wenig Fett. Alles klar. Verhältnismäßig. Ich habe auch ein bisschen weniger Fett. Das ist nice auf jeden Fall. Eine kleine Platte. Das ist Thymian-Schinken. Das ist hier vorne aus dem Schinken, also dem Hintern vom Schwein. Drei Wochen eingesalzen und durchgebrannt und dann nochmal knapp 5 Monate. Dann haben wir den trocken, also reifen lassen. Da verliert er halt Wasser, wird fest und dann lässt er sich so schön dünn aufschneiden. Geht durch, zergeht auf der Zunge. Also ich bin Koch, kein Fleischer, aber das wollte ich gerade sagen, der zergeht auf der Zunge. Mhm. Dafür bin ich immer zu haben, so wenn du so eine Platte hast mit Aufschnitt, mit ein bisschen Brot, da kannst du ein bisschen naschen, hier ein bisschen. Das ist in Spanien immer ganz geil, da hast du ja Manchego viel dazu, diese Gelee-Paste und so. Isst du dich hier einmal sozusagen durch und hast ganz viele Varietäten von Essen. Wir haben ja derzeit auch viele Grillfolgen und da haben die beiden lieben Jungs uns noch ein kleines Paket gemacht, ne, was wir mitnehmen werden und vergrillen werden. Ne? Deswegen auch ganz wichtig nochmal zum 100. Mal auf Mr. Blocki und Stubi folgen auf Instagram. Dann zeigen wir morgen auf jeden Fall auch eine große Menge, was hier abgeht. Nicht so heiß braten, sonst platzen die und spritzen da rum. Okay. Deswegen lieber ein bisschen so mittlere, niedrige Hitze. Hier haben wir eine klassische Rostbratwurst, einfach eine Bratwurst aus Schwein mit Majoran vor allem drin. Mhm. Hier haben wir ein bisschen italienisch, eine Salsiccia mit Fenchel und Weißwein. Ja. Die Merguez. Nordafrika. Ja, habe ich gerade schon gesehen, die habt ihr hier hingelegt. Die sehen ja aus wie gemalt hier. Aber das Lamm ist eine richtig würzige Variante für den, der es kräftig mag. Sehr schön. Hier haben wir Käsekrainer. Geil. Oh. Ja, ja. Käsekrainer sind Favorite. Lässt sich auch ganz gut auf dem Grill machen. Ja, ja. Auch da aufpassen, wenn der Käse runtertropft, brennt alles, dann schwierig. Voll. Hier haben wir ein schönes 6 Wochen trockengereiftes Rumpsteak, schön fein marmoriert aus Baden-Württemberg, aus Malch, von einem Black Angus Rind. Geil. Ohne Knochen. Kann eigentlich nur gelingen. Ja. Da wünsche ich euch viel Spaß damit. Oh, geil. Und dann haben wir hier Flanksteaks. Ja. Das wird jetzt auch in Deutschland immer bekannter. Ja. Ein Stück aus der, ich sag mal, Taille vom Rind sozusagen, weil es so der Bauchlappen ist. Ja. Ein ganz flacher Muskel. Würde ich euch empfehlen. Aber nennt man nicht Entrada, oder? Ist das Entrada? Nee. Ist das alles? Entrada ist Skirtsteak, ne? Genau. Okay. Ähnlich, also gleiches Teil schon, ähnliche Regionen, aber ist nicht der gleiche Muskel. Genau, und da würde ich euch empfehlen, das so rare, medium rare zu essen. Auch weil alles, was über medium geht, wird einfach sehr fester. Also fester. Ihr seht, ihr kriegt hier feinste Fleischsorten, schöne Wurstwaren, könnt noch ein Sandwich hier essen, genau in der Markthalle Pfefferberg. Könnt hier noch ein bisschen weiter rumgehen, ein bisschen shoppen gehen, ein bisschen einkaufen gehen, schöne Weine trinken, drüben auch Tacos essen. Da haben wir eine Folge schon mal zugedreht und so weiter und so fort. Also ihr könnt euch wohlfühlen, würde ich sagen. Ne? Vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Sehr gerne. Das war eine neue Folge Wer will Bier, raus.